Moin Leute, herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Fernbus Simulator. Meine Damen und Herren, wir fahren heute ca. 200 Kilometer von Köln aus direkt nach Koblenz. Das Problem am heutigen Tag ist, uns erwartet ein dickes, fettes Gewitter. Und ausgerechnet heute sind wir mit dem längsten Flixbus der Welt unterwegs. Das ist auf jeden Fall ein dickes Ding. Ich hoffe, uns droht kein Aquaplaning. Erstmal Mut antrinken. Ist nur Wasser, Leute. So, oh ja. Alter Schwede, das lüppt aber ordentlich. Boah, ist aber krasse Partikeleffekte hier. So, mach mal vorne auf, schön ins Trockene. So, schön dicht das Ding. Boah. Jo, der muss ja gefühlt eine halbe Stunde laufen, um von vorne nach hinten zu kommen. Oh, das war auf jeden Fall gerade ein Blitz. Ich muss ja zugeben, ich habe diese irrationale Angst, von einem Blitz getroffen zu werden. Ich weiß, es ist wahrscheinlicher, dass ich im Lotto gewinne. Oh, können wir mal eine Klimaanlage? Ist die bei so einem Schiedwetter überhaupt nötig? So, jetzt müssen wir kurz mal hier Scheibenwischer anmachen. Jawohl. Denn wir müssen ja auch schon ein bisschen was gucken. Bremspedal drücken, Gang hochschalten, Feststellbremse lösen und dann können wir los. Jawohl, ein Träumchen. Leute, ich mach mal direkt, Licht. Sorry, Leute, das war hier wahrscheinlich doch was anderes drin in meinem Wasser. Wir schleichen uns, Mann, da hinten ist rot. So. Blinker aus. Oh, jetzt ist grün. So, komm. Taxi da vorne. Fahr doch. Ich gehe hier rein. Ma'am? Hallo? Hallo? Mann, was ist hier? Sie drängelt sich nochmal durch. Da kann man doch immer auch ein bisschen Mitgefühl zeigen für seine Mitmenschen. Ihr könnt mich jetzt auch alle. So, mach mal. Ja, was ist jetzt? Was ist jetzt? Soll ich aussteigen? völlig assig. Ich würde gerne mich hier wieder einordnen. Ich sitze hier auch ganz schlecht. Tut mir leid, liebes Taxi. Guten Tag, Ma'am. Ich sag mal, ich habe doch Ihre Schwester gerade hier in dem einen Auto gesehen. Ja, das ist jetzt Ihre Schuld. Ich muss ja sagen, das wäre für mich persönlich als Autofahrer immer das Schlimmste, wenn ich so den kompletten Verkehr blockiere. Oh, jetzt. Jetzt rein. Ja? Fahr doch! Mann, hier ist doch gleich wieder rot. Ach, Leute. Ganz ehrlich. So. Ich habe jetzt hier auch nicht den ganzen Tag Zeit. So, ich muss jetzt hier erstmal, genau, rechts. Dann müssen wir zum Musical Dome. Ah, das ist da direkt am Rhein. Ja, da bin ich manchmal längs gejoggt. Ich habe ja den ein oder anderen Vlog auch da gemacht. Hier ein Clip. Paletto beim Joggen in Köln. Leute, der erste kleine Stopp. Wir sind jetzt hier am Rhein angekommen. So, jetzt müssen wir kurz ein bisschen... Oh, da ist rot. Wackner. Guck mal hier, ich bin heute vorbildlich unterwegs. So, ist jetzt... Ja, jetzt guck, jetzt wird grün. Ah, und hier stehen sie wieder. Ah, hier fährt auch jeder, wie er will. Kann ich so nicht unterstützen. Okay, grün, 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 grün. Ja, ich glaube, das ist grün. Ah, wir müssen hier... Ja, hier war so ein Rechtsabbieger. Ja, da kann man dann... Darf man abbiegen, ist wie in Amerika. Und wir dürfen aber nicht zu schnell fahren, weil das Problem ist, dass der... Bus natürlich ordentlich schwimmt, weil zieht euch das mal rein. Was das für... Ey, das ist... Das ist einfach krank. So, hier... Oh! Ja, das war eine angenehme Nummer. Hier ist der Rhein. Man kann sogar sehen, über die Brücke bin ich gejoggt. Über die hier vorne. Da fahren auch die Züge drüber. Aber nicht auf der linken, sondern auf der rechten. Ah, guck mal, da kommt auch gerade ein Zug. Ja, geil. Und da unten. Klar, da haben wir auch Pokémon... Ah, das ist aber ein bisschen anders im Real Life. Da haben wir auch Pokémon Go gespielt. Oh. Na, was? Ich war doch nicht zu schnell. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich bin auch ein vorbildlicher Bürger. Jemand, der die Gesetze unseres Landes achtet und ehrt. So, guck mal hier. Jetzt schön abbiegen. Schulterblick. Oh. So, guck mal, da vorne der Kölner Dom. Das muss ich sagen, an Köln ist es mega chillig, weil du immer weißt, wo du hin musst, wenn du so in der Nähe vom Kölner Dom wohnst. Dann weißt du, okay, ich gucke einfach, selbst wenn man sich nicht so gut auskennt, zack, gucke ich da. Oh ja, das war... Oh. Nichts passiert. Kleiner Ausrutscher. So, jetzt hier rechts. Jawohl. Kurz eine Ampel. Ja, hier
Hier vor. Ja, der Kreisverkehr, natürlich. Hier war. Hier bin ich manchmal hingegangen. Hier war so ein Backwerk. Da sind auch Tal und Ali haben da gerne mal ihre Teilchen geholt. Also Backwaren. So. Oh, warte. Wir müssen kurz. Hier müssen wir rein. Oh, das sind aber wenig Leute, die heute mitfahren wollen. Das wundert mich, weil wir haben ja so einen großen Bus. So, Feststellbremse. Ich mache noch ganz kurz einen Check hier. Guck mal, wir haben sogar so einen feinen Holzboden. So, ich mache hier mal alle Türen auf. Servus! Ich hoffe, ich bin... Ja, sorry, der Regen ist so laut. Ich verstehe Sie nicht. Können Sie die bitte... Ja, es tut mir... Es ist Gewitter. Koblenz, so, wunderbar. Ist gut. Ja, Koblenz, wir machen das ganz schnell. Ja, ah, jetzt will die noch ein Ticket kaufen. Oh, sag mal, der Regen. Da verstehst du nichts, was die Leute sagen. Du musst die korrekte Stadt... Hab ich doch. Ich habe doch Koblenz ausgewählt. Zack. Es tut mir leid, Leute. Müssen wir alle mit leben. Aber drin ist es dann ein bisschen ruhiger. Oh, Alter, schon wieder so ein deftiger Blitz. Wenn der bei uns einschlägt, dann bist du weg vom Fenster. Was passiert denn, wenn so ein Blitz in einem einschlägt? Also verbrennt man dann innerlich? Oder wie? Also ich verstehe nicht, wie das funktioniert. So, ich mache jetzt hier dicht. Oh ja, ja, ja. Viel, viel ruhiger. Oh, guck mal hier. Also entweder stinke ich oder, weil, guck mal. Es ist so viel Platz, aber die meisten haben sich hinten hingesetzt. Das wundert mich. Oh, warte, hier ist noch. Ich mache hier vorne auch mal zu. Ja, ich muss jetzt da hinten ein bisschen schreien. Guten Tag, mein Name ist Paluten. Ich habe vor wenigen... Okay, juckt Ihnen der Po oder warum sind Sie gerade so hochgesprungen, Sir? Alles gut bei Ihnen? Okay. Ich habe vor ein paar Tagen die 5 Millionen Abonnenten geknackt. Dafür möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken. Ah, ihr habt alle keinen... Ihr habt mich nicht abonniert. Oh, okay. Habt ihr einen Mini-Paluten? Den gibt's auf paluten.shop. Supportet mich gerne. So, wir fahren jetzt nach Koblenz. Wir werden alle zusammen eine super Zeit haben. Wir sind alles Menschen. Wir sollten uns gegenseitig respektieren. So, jetzt wird Bus gefahren. Und ihr haltet die Schnauze. Nein, ihr könnt natürlich... Wenn ihr Probleme habt, könnt ihr natürlich immer nicht zu mir kommen. Weil ich bekomme keine Verbindung okay, zu mir. Okay. Dann will ich direkt... Hier, wo ist WLAN? Fahrerlicht, Fahrgastlicht. Fahrgastlicht kriegt ihr. Oha! Einfach sind wir hier in Montes Gaming Zimmer hier oben. Leseleuchte mache ich auch noch an. Ansage. Ah, die muss man einmal abspielen. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Ja, reicht auch. Wo ist denn hier WLAN? Ah, da. Zack, angeschaltet. Und WC ist auch an. Ja, Ast rein. Als ob. Das sieht schon ganz cool aus. Dann mal los. Also ich hoffe mal, dass wir jetzt keinen... Oh, Alter, das war ganz gut gemacht. War Auge. Dass wir heute keinen schweren Unfall haben. Hier war meine Mutter vor ein paar Tagen und hat sich... Irgendwas hat sie sich angeguckt. Phantom der Ober. Ich weiß es nicht. Genau, und hier bin ich auch längst gejoggt immer. Hier bin ich dann auch manchmal zur Gamescom dann hingelaufen. Ich bin ja dieses Jahr leider nicht... auf der Gamescom. Habe ich ja schon das ein oder andere Mal drüber geredet. Hat ein paar private Gründe. Unter anderem einfach auch der Hausbau. Das kriege ich alles aktuell leider nicht unter einen Hut. Weil wenn ich jetzt bei der Gamescom am Start wäre... Gehen wir von der Polizeiversorgung? Nee. Oder? Wüsste ich jetzt nicht. Wäre nicht das erste Mal. Aber ich glaube, bis dato sind wir eigentlich ganz gut gefahren. Oh, Feuerwehr. Grüße gehen raus. Grüße gehen natürlich aber auch... raus an alle Leute bei der Freiwilligen. Oh Gott, Freiwilligenfeuerwehr. Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Ja, das tut mir leid. Oh Gott. Oh, jetzt haben wir. Nee, alles gut. Haben wir gerade etwas überfahren? Yep. Aber keine Sorge, das war nur ein Let's Player, den wir überfahren haben. Das ist hier kein Tiefkühler. War German Let's Play. Oh ja. Jetzt müssen wir ein bisschen Zeit auch aufholen. Ich darf aber, wie gesagt, nicht zu schnell fahren. Hier vorne links ist auch die Gamescom. Da sind dann die Messehallen und alles. Genau, wenn man jetzt hier links fährt, da kommt, glaube ich, die Lanxess Arena. Langsamer. Och, Junge. Was willst du mir sagen, wie ich Autofahren zu haben tue? Was ist das für ein deutscher Satz? Auf jeden Fall ja hier. Ich glaube, das sind die Kölner Messehallen. Und dahinter ist die Gamescom. Und hier war auch mal mein Hotel. Relativ nah an der Messe. War das ein Bordstein? Ja, was soll es denn sonst gewesen sein? So, was steht dran? Leipzig, Erfurt, Frankfurt müssen wir nicht. Sind wir aber auch schon mal hingefahren. Allerdings muss ich sagen, mir gefällt der Frankfurter Flughafen nicht so. Der ist so
unfassbar groß. Ich muss tatsächlich sagen, am besten München, finde ich, ist ein absolut geiler Flughafen, weil er einerseits schon auch groß ist, aber ich finde übersichtlicher. Das Einzige, was ich manchmal, oh ja, hier Richtung Frankfurt müssen wir, wenn du das Terminal, wenn du ins Satellitenterminal musst, das ist manchmal ein bisschen nervig. Noch schneller und wir durchbrechen die Schallmauer. Ja, Junge, willst du schnell ankommen? So, ich kann jetzt, oh Alter, der eine ist aber richtig, der Rode hier. Batz! Was war das? Das war der Rote vor uns. Oh Gott. Oh, jetzt Beschleunigungsstreifen. Junge, wie assi ist denn der Rote noch rübergezogen? Alter, der kriegt ja gar nichts mehr mit. So, wir gehen jetzt auch mal langsam rüber. Gut was los. Haben jetzt auch noch 127 Kilometer. Warte mal, ich mach mal hier, ja, Tempomat an. Dann kann ich wenigstens die Füße ein wenig vom Gaspedal nehmen. So, warte mal. Guck, rede ich vorbildlich heute? Schulterblick. Ich weiß gar nicht, ob das beim Bus wirklich so nötig ist. Da ist ja sowieso gefühlt ist alles toter Winkel. Ich fahre mal hier rechts. Denn, was haben wir? Richtig, Rechtsfahrgebot im deutschen Straßenverkehr, auch wenn sich gefühlt kaum jemand dran hält. Am schlimmsten sind diese Mittelspurschleicher. Junge, fahren gefühlt 100 km/h und fahren in der Mitte. Ist es so ätzend. Oh, da kann ich es mir eigentlich mal ein bisschen, bisschen gemütlich machen hier. Oh, weil so kannst du doch auch, so kannst du auch Bus fahren. Oh, Luxemburg. Nee. Oh Gott. Nee, ich muss mich vernünftig hinsetzen. Boah, guck mal, wie wir die jetzt wegballern. Ach, das ist der Rote wieder. Der Kranke. Ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben in Luxemburg. Das ist hier kein Tiefkühler. Das ist auch immer der Gleiche, der sich hier heute beschwert. Der geht mir richtig auf den Sack. Bitte schneller. Hallo, das ist die rechte Spur. Sag mal, ihr wollt mich doch verarschen. Warum schleichen hier alle so? Das ist wirklich unglaublich. Ich muss diese wilde Überholmanöver machen. So, guck mal, der vorbildlich fährt jetzt hier nach rechts. Dann bleib ich schön auf der Mittelspur. Sehr gut. Ja, warte mal, er will hier wahrscheinlich auch. Dann kann er auf Mittel. Ich fahre hier. Jo, ich glaube, das wird richtig Ärger geben. Ich weiß gar nicht, darfst du als Bus auf die ganz linke Spur? Ich glaube, das darfst du gar nicht. Oh, Koblenz steht schon dran. Sind ja auch nur noch 64 Kilometer. Hier ist eine G-Klasse. Wunderbar. Das ist doch bis dato eine verhältnismäßig entspannte Tour. Koblenz. Jawohl, hier müssen wir schon runter. Oh nee. Oh Gott. Alles gut. Sie sollten mehr auf Ihr Navi gucken. Ja, ich muss bremsen. Ich muss Bus meinen Gasbremspedal. Nein! Scheiße. Hier ist alles abgefallen. Wartet, wo muss ich längs? Hier? Nee. Ich muss hier rechts. Na, warte mal, lass mich mal bitte mich orientieren. Oh, hier ist die Polizei. So, jetzt, ich muss hier links, ja. Genau. Entschuldigung. Ups. Sonntagsfahrer. Alles gut. So, wie sind die Preise? Lass mal tanken gehen. Oh, das geht das überhaupt? Warte mal, weil wir sind ja viel zu lang. wir sind länger als die Tankstelle. Krass. Aber passt. Motor ausschalten. Ja, genau. Ja, 1,37. Das ist ja ein absoluter Schnapper. Boah, guck mal, wie viel in den Tank geht. Wie viel Liter fest so ein Bustank? Ja, das waren jetzt 55 Liter. So, warte mal, wir gehen mal lieber wieder hier rein. Ach, guck mal, hier steht auch einer, aber der ist relativ lütt. Das ist ein kleiner Bus. So ein Bus tankt Diesel, oder? Gott, blamier ich mich jetzt hier gerade? Glücklicherweise habe ich in meinem Leben noch nie was Falsches getankt. Weil irgendwie ist das, glaube ich, wenn du Benzin, nee, wenn du Diesel anstatt Benzin, also auf jeden Fall eins von beiden ist sofort irgendwie tödlich für den Motor und das andere ist nur einfach nicht so geil. So, wir müssen hier rechts. Oh Gott, oh! Sorry. Was geht denn hier ab? Ja, wir haben kurz die Leitplanke touchiert. Ist aber alles gut. Dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Krass, wir müssen jetzt nochmal 41 Kilometer durch die Pampa fahren. Weil das hier ist ja nicht mehr die Autobahn, sondern einfach Schnellstraße oder Landstraße. Schön. Ich habe das Gefühl, dass ich hier schon mal war. Ja, hier mit dieser ICE-Trasse. Ja, hier geht's gleich links müssen wir.
Oh ne, da geht's aber auch links hoch. Wo geht's denn hier hin? Boah, schönes Segelboot da unten. Ich dachte, das ist ein Bus, kein Düsenjet. Was willst du denn jetzt? Es ist 60er-Zone, wir fahren 100. Ich kenne ja hier die Blitzer, deswegen ist alles gut, Leute. Ihr müsst hier keine Angst haben. Ich guck, hier ist jetzt wieder 80 und ich nehme nämlich den Schwung mit. Oh ne, das ist jetzt... Oh, das ist ganz... Alter, das hätte auch... Au, ganz böse ausgehen können. Ja, wir hätten beinahe eine kleine Kollision gehabt. Jetzt sind wir aber da. Beeil dich, Palermo. Perfekt. Wunderbar. Guck mal hier, absoluter Erfolg. Wir kommen gut zu früh an. Wir wurden nicht vom Blitz getroffen. Und ist ganz nett. Also ich finde das hier eigentlich relativ schick. Wohnt jemand von euch in Koblenz? Schreibt es in die Kommentare. Ist Koblenz eine schöne Stadt? Also hier im Fernbus-Simulator sieht sie wirklich schick aus. Oh, passen wir hier durch? Ja. Sehr gut. Vorsicht. Guck mal, wir sind heute überhaupt nicht umgekehrt. Waren Sie eigentlich immer so? Weil ihr beschwert euch immer. Warst du eigentlich immer so? Und wenn ich jetzt hier, guck mal, wer ist jetzt wieder der Erste, der den Mund aufmacht und sagt, oh Mensch, das hier, hätte ich das vorher gewusst. Wartet ab, guck mal hier. Wartet ab. Ha. Überpünktlich. Das ist ja kaum zu glauben. So sieht es nämlich aus. Also Leute, hört auf, euch ständig zu beschweren, dass ich zu schnell fahre. Entweder Hü oder Hort. So, und jetzt raus mit euch. Ich will euch nicht mehr sehen. Danke. Ast rein. Ich mache jetzt Feierabend. Alle, wie hier alle nur am Handy sind. Ah, lass dir einen kleinen Like da, oder was? Nem Like? Ha, das gibt erstmal eine fette negative Bewertung. Ein Stern, nie wieder. Sag mal, was? Leute, bitte nicht. Mein Flixbus-Chef, der kündigt mich. Ich will nicht arbeitslos sein. So, Leute, das war's mit einer kleinen Runde vom Fernbus-Simulator. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, schallert den Like rein. Hier sind jetzt noch weitere Videos. Guckt natürlich gerne wie immer auch auf paluten.shop, falls ihr einen kleinen Mini-Paluten haben wollt mit einer kleinen Autogrammkarte. Es gibt auch vieles mehr. Danke fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Tschüss, ciao.